Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Transport Tycoon Deluxe. Mein Name ist Floma und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Oh, Flint's Mister Waldrand nimmt kein Vieh und kein Getreide mehr an. Wo ist denn das? Achso. Die Fabrik ist weg. Ach. Wieso hat man mir denn hier die Fabrik weggenommen? Das ist ja wohl eine Frechheit. Okay, da kann ich ja. Da kann ich ja den Bahnhof hier auch abreißen. Na super. Hätte er noch so Großes vor. Na toll. Na gut. Dann halt nicht. Mach ich halt irgendwann mal was anderes damit. Ah ja, wird auch nicht so richtig, oder? Kann es sein? Was ist denn da los? 0% befördert? Wieso? Warum geht denn das hier nicht voran? Sehr komisch. Kommen wir hier nicht ran? Und wir hätten ungültige Station im Fahrplan. Ach so. Ja. Das ist richtig. Flint's Münster am Waldrand. Ja, gibt's nicht mehr. Kannst du löschen. So. Aber warum will denn das hier nicht mehr? Jetzt nochmal ein. Wie sieht es hier hinten aus? Wird auch abtransportiert auf jeden Fall. So, und jetzt müsst ihr hier reinfahren, dann müsste auch was produziert werden. Immerhin kommen jetzt zwei Züge jetzt immer an. Die ordentlich abladen. Also. Aber hallo. Vieh und Getreide, aber sowas von. Verstehe ich nicht. Warum haben wir so viel Minus gemacht? Haben wir so viel gekauft? Ja, die haben die Schiffe gekauft und sowas alles, ne? Das letzte Mal. Mhm. Oh, jetzt kommen wieder ganz viele Kisten. Ah. Ja, die müssen natürlich auch jetzt abtransportiert werden. Wo ist er denn? Da ist er. Er kommt. Ah, okay. Gut. Es geht also wieder los. Aber schon ein bisschen Angst gehabt, dass das alles nichts wird hier. So, aber jetzt mache ich aber hier meine kleine Nordverbindungstrasse. Die wird dann irgendwann hier runter nach Westlichwald gehen. Aber erstmal verbinde ich das hier. Kartenrand. Genau, dann mache ich hier am. Okay, das machen wir ja jetzt gleich schon. Wir machen jetzt hier. Machen wir gleich hier schon ein bisschen größer. Weil wir dann von Südbrück hier schön weiterfahren können irgendwann. Schon zwei. Ah, nee, mach ich nicht. Ich hau den jetzt erstmal hier dran, den Bahnhof. Er erreicht erstmal so, wie er ist. So, da habe ich da schon mal einen Bahnhof. Und hier machen wir einen Bahnhof. Der mache ich da, genau. Wo ist denn die Musik? Musik! Komm. Ja, sehr schön. Ohne Musik geht aber nicht. Okay, das wird wahrscheinlich ein bisschen blöd. Ja. Aber na gut. Denn hier rauskommen? Irgendwo hier, da muss ich noch ein bisschen planieren. Hier. Nee, da muss ein bisschen runter. So. Gucken. Von hier hoch. Jo, perfekt. Und so. Ah, wie schön. Dann mache ich das Depot. Mache ich in die Mitte? Nee, das mache ich da. Das sieht doch ganz schick aus, so.
Okay. Achso, und jetzt wollte ich hier natürlich, mache ich gleich noch eine Bushaltestelle ran. So rum. Dann mache ich hier noch eine Straße hoch. Damit das gleich alles seine Ordnung hat. Damit ich da gleich einen Anschluss habe und wenn ich irgendwas verbaue. Genau. Okay, und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's ja erst los. Jetzt mit so einer kleinen Elsmünster. Ey. Über die halbe Karte. Ah, na super. Okay. Ist das eine Endstation? Ich will eigentlich gar nicht, dass das eine Endstation ist. Boah, die haben schon eine Bank. Krass. Ah, das ist nicht schlecht. Wertsachen ist nicht schlecht. Neues Flugzeug. Alter, das ist aber schnell. Nicht schlecht. Aber genau hier mache ich den Bahnhof hin. Da ist er perfekt. Hier muss ich nochmal. Das ist immer so teuer aus dem Wasser raus. Das ist krass. So. Und damit mir hier nicht irgendjemand was verbaut, baue ich hier schon mal die krasseste Brücke mit Gleisanschluss dahinter. Geil, geil, geil. Gleich mit Wertsachen. Das finde ich gut. So gefällt mir das nämlich. So, und jetzt muss ich hier nur noch verbinden. Puh. Kriegen wir das so gerade wie möglich hin? Ah, da komme ich lang. Ach, das macht er jetzt selber. Ach, geil. Okay. Nee, aber da, das ist natürlich Quatsch. Das ist natürlich Quatsch. Da bauen wir einfach hoch, ja. Weil da nochmal hoch runterzufahren ist natürlich Blödsinn. Ja. Eigentlich ist auch hier das Blödsinn. Da baue ich eine Brücke hin. Weil ich will ja, dass das alles so gerade und ohne irgendwelches Hoch und Runter wie möglich fährt. So, jetzt baue ich hier schon mal hoch, damit ich ungefähr weiß, wo ich rauskommen muss. Na, ich würde ja mal sagen, das war ja auf dem Punkt. Krass. Nur um eins verzockt. So. Jetzt ist der Komma da raus. Noch einmal um die Ecke. Nice. Da würde ich ja am liebsten gleich schon mal weiterbauen, ne? Hier gleich durchbauen und dann da einen Doppelbahnhof draus machen. Das wäre doch eigentlich nicht schlecht. Was passiert denn eigentlich? Nur mal so am Spaß. Aus Spaß an der Freude. Nee, das sieht doof aus. Nein! Shit! Krass. Okay. Mach da gleich alles weg. Ja, mal kurz einen Schreck bekommen. Okay, da mal das Depot. Ja, ich muss jetzt hier einfach mal Depots immer schön an der. Ich baue hier mal relativ nah hier an den jeweiligen Bahnhöfen. So. Ja, komm, jetzt wird hier durchgebaut. Jetzt nehmen wir, machen wieder mal ein gigantisch großes Projekt raus. Ich muss jetzt noch gucken, kann ich einen Tunnel? Fällt mir gerade so ein. Hey, da komme ich zu krass raus. Da ist auch Quatsch. Ja, sonst wo raus. Komme ich auch sonst wo raus. Komme ich auch sonst wo raus. Nee, schade. So. Hier muss ich leider noch mal ein bisschen vorbeifahren, aber das ist nicht so schlimm. Hier. Nee, doch nicht. Mist. Naja, gut. Mein Gott. Wir sollten es nicht zu eng nehmen. Dann haben wir da also auch nochmal was gebaut. Hier. Komm,
auch nochmal ein Depot hin. Jetzt würde ich sagen, da machen wir die neueste Lok, die wir haben. Entworfen 62, 59, 61. Was haben wir denn das hier eigentlich? Umrüstbar auf alles außer Öl. Das Diesel. Betriebsdauer 12 Jahre, 18, ja, das ist mir nicht lang genug, ne? Könnte man da was dazwischen machen? War denn das? Das ist unrüstbar. Nee, wir nehmen ja die ultra krasse. Wir machen jetzt hier 2, 3, 4, 5, 6, 2 Posto, genau. Das mit den Wertsachen, das machen wir dann nochmal später. Und du fährst von hier. Geil, Lomat. Von hier. Nach. Hier, nach hier. Los geht's. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall ist das ultra geil. Entschuldigung. Hat er jetzt schon was dabei? Ja, ein bisschen. Ich glaube, das geht voll steil. In die Richtung ist er noch relativ schnell, weil er ja auch die ganze Zeit nach unten fahren muss. Andersrum wird es jetzt nur dann beim Hochfahren etwas nervig, würde ich sagen. Oh, wie süß. Wie süß. Ja, aber cool. Auf jeden Fall. Und hier könnte man eigentlich auch irgendwie eine Busverbindung machen. Boah, ist ja egal. So. Mal gleich ein Busterminal hier dran. Nice. Nur für den Fall der Fälle. Wie sieht es eigentlich hier aus gerade? Mittelmäßig immer noch. Da können wir höchstwahrscheinlich noch keinen Bus bauen. Obwohl, ich versuch's einfach mal. Quatsch. Hier direkt da dran. Doch, siehst du? Ja, sehr gut. So. Haben wir jetzt schon Bus? Ne, hier haben wir noch keinen Bus. Bauen wir den da unten oder da oben? Nee. Ups. Was? Bus hatte ich gar nicht gebaut, wenn die Stadtverwaltung. Was? Hey. Leute, ich mache hier furchtbar. Ich mache hier ultra krasse Sachen. Ja. Unglaublich. Echt diese undankbaren Städte. Ich fasse es nicht. Wie sieht's aus? Ah, der Kartenrand waren schon zwei Passagiere, okay. Okay, kommen welche, also, mal gut, mal gucken. Mal gucken, was wir da machen. Oder wie es da weitergeht. Mache ich jetzt da noch ein bisschen Bus? Na, ich lasse das erstmal nur so stehen. Können wir mal gucken, Vieh. Joa, das wird schon alles abtransportiert. Na, die zwei, die sind da schon ordentlich dabei. Da, die machen das schon. Freudendorf-Zentrum im Warnern. Okay, nice. Was macht denn hier unser Kreuzbrück? Ja, das kommt nicht hinterher. Sehr schön. Alter, in Süd. Das ist ja wohl ein Scherz. Was macht Zentrum? 8. Okay, also ich muss hier bustechnisch ein bisschen... Ja, nie mit Bussen weg, das ist ja irre. Haben wir erstmal zwei, damit wir die wenigstens ein bisschen her werden hier. Von hier nach Süd, Zentrum nach Höhe. Alter. Das ist ja
Das ist ja gruselig. Wirklich. Dass da so viele Passagiere da lang wollen, das gibt's ja gar nicht. Unglaublich. Wie geht's denn Kreuzburg eigentlich? Jeden 53. Tag wächst das Ding. Krasse Scheiße. Das ist natürlich heftig. Aber da verdienen wir uns dumm und dämlich. Also das ist ja, also jedenfalls da nur allein an der Haltestelle, die kriege ich niemals abgekrast. Ja, man, krass. Da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Krass. Einfach nur krass. Hier könnte ich eigentlich auch... nee, hier baue ich auch schon mal ein Busterminal. Und zwar genau dahin. So. Ach, das Ding hat auch Wertsachen, aber da komme ich nicht bis hin. Auch schon eine Bank. Kreuzbrück hat noch keine Bank, obwohl die ja wie bescheuert wachsen. Also. Holzhafen wächst auch nur 100, nur in Anführungsstrichen jeden 100. Tag. Wir scheffeln Kohle wie blöde. Südbrück, naja, ja. Wir haben dir ein schönes Stadion weit draußen hingestellt, so ist es richtig. So ist es richtig. Südbrück, ich will das eigentlich jetzt hier mit Kartenrand verbinden. Das wäre eigentlich total cool, wenn man da jetzt da noch eine Verbindung machen würde. Und hier haben wir ja auch noch so einen schönen See. Wie sieht es denn da eigentlich jetzt mittlerweile hier aus? Kostet so ein bisschen. Moor? Ist nämlich gar nicht so schlecht. Warenkisten, da kommen sie auch schon wieder an. Nebenan. Alter, die sind natürlich auch. Also, ich würde sagen, das läuft langsam. Das läuft. Und ich würde auch gern ein bisschen mehr Flugzeugbetrieb ausbauen. Besonders würde ich den mal jetzt hier nach vor dem Deich. Alter, der wächst auch wie bescheuert. Oder nach Sülz. Ne, eigentlich brauche ich direkt in Sülz einen Vorrang. Eigentlich direkt auf Sülz brauche ich einen Flughafen. Ne, ich wollte nicht alle Flugzeuge sehen, sondern. Alter, oh, mein Hubschrauber machen was. Achso, wir sind erst im Februar. Ich würde gerade sagen, die machen miese. Aber kleine Flughäfen kann ich hier nicht bauen. Wieso kann ich denn keine kleinen mehr bauen? Heliport. Ein Heliport kann ich hier natürlich bauen, ja. Klar. Ja, das ist eine super Idee. Okay. Dahin? Dann mach ich. Mist. Da ist er Quatsch. Nämlich da kommt er hin. So. Und der richtige Flughafen. Ich würde ja einen kleinen bauen. Kann ich denn hier keinen kleinen bauen? Das verstehe ich nicht. Kapier ich nicht. Warum? Warum halt einen großen? Mein Gott. Ist ja dann auch nicht richtig dran, ne? Aber dann reiße ich das mal kurz ab und dann machen wir da den Flughafen. Wie geil. So. Und du machst nichts anderes als von hier nach da zu fliegen für die reichen Säcke. Oh, Galaxy, Alter. Wie viel kriegen wir? 240, aber wir haben ja diesen Superjet hier, der so richtig schnell ist. Kann zwar nur 100 Passagiere,
Der ist richtig schnell. Der ist richtig schnell. Und den nehme ich. Das Ding nehme ich. Ist halt für die reichen Leute, ne? Also muss man ja wirklich sagen, damit die reichen Leute schön in den Urlaub fliegen können. Fliegst du alles ab oder machen wir das nur? Ey, du fliegst alles ab. So. Bist so schnell. Das will ich jetzt sehen. Das will ich jetzt sehen. Okay. So, nein. Wo ist es? Alter. Alter! Das ist ja unreal. Das Ding ist schnell, das ist ja krass. Das ist ja krass. Okay, das Ding. Okay. Du fährst bitte ins Depot. Krasse Scheiß. Okay. Das ist heftig. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der so schnell ist. Krass. Und diese Lok sollte ich auch mal irgendwann austauschen, oder? Das ist eine richtig lange Strecke da. Da kann ich mal was Besseres gebrauchen. Kauft eine Kopie des Fahrzeugs schon und zur gemeinsamen Fahrplan. Shift schaltet zwischen Bauen und Kostenvorschlag um. Ich schätze, kosten 14.000 noch was. Okay. Ich will aber einen neuen Bus. So. Du kommst weg. Und du kriegst den. Ich sage in Anführungsstrichen mal den alten Fahrplan. So. Bitteschön. Bitte schön. Danke. Da komme ich immer noch nicht klar auf unser super, super Flugzeug, ey. Krass. Sieht's aus. Krass. Wie geil. Wird auch nicht produziert? Ich hoffe doch. Sonst hat sich das irgendwie alles nicht gelohnt. Sonst hat sich das alles nicht gelohnt. Gucken wir nochmal nach Friedrichshafen. Okay. Okay. Mögen die uns jetzt wenigstens? Ist auf gut, sehr schön. Alter. Okay. Ich glaube, das hat eingeschlagen wie eine Bombe, ja. Sieht es hier aus? Wir haben ein bisschen abgebaut in Süd. Ja, Zentrum, obwohl das für mich nicht das Zentrum ist. Ist nicht so geil, aber wenigstens schöpfen wir langsam die Passagiere ab. Gut, aber ich brauche mehr Schiffe und ich muss vor allen Dingen hier drüben mal noch so ein Ding zum Warten hinbauen. Oh, ein bisschen weiter weg. Dahin, damit da meine Schiffe auch da drüben hinfahren können. Wenn sie was Neues brauchen. So. Ich kaufe jetzt zwei davon. Ne, ich kaufe nur eins davon. Das echt gut fährt, ey, das ist krass. So ein Luftkissenboot ist echt schnell, nicht schlecht. Leute, meine Öltanker. Bisschen blöd, wie oft die hier kaputt gehen. Die bauen hier auch in Kreuzburg echt. Das ist schön, wenn man das sieht, ne? Wenn man irgendwie mit Herzblut dabei ist und so ein Infrastruktursystem aufbaut und sich Gedanken macht, ne? Und dann diese Stadt wie blöde wächst, ne? Also das ist echt geil. Also im Prinzip ist die, glaube ich, wesentlich erfolgreicher als. Die ist doch noch erfolgreicher als unsere Ersthausen, oder? Nee, doch nicht. Ersthausen bin ich so. Ja, hier, jetzt wachsen die vor allem mit Flensmünster zusammen. Was auch wie bescheuert wächst, oder? Nee, na gut. Aber es wächst wenigstens. Aber Ersthausen wächst noch krasser. Okay. Alter! 2000 Passagiere. Oh nee, ey, die muss ich aber schleunigst abtransportieren. Okay. Du kannst jetzt schon mal losfahren. Krass. Okay, das machen wir alles nächstes Mal. Das machen wir nächste Woche, wenn es wieder heißt Let's Play Transport Tycoon Deluxe.
oder Open Transport Tycoon, wie ihr wollt. Oh, krass, 2000, fast 2000. Das ist ein hartes Stück Arbeit, die wegzukriegen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und denkt dran, sind wir nicht alle ein bisschen Floma? Ciao.